Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme Let's Play World of Tanks. Nicht ganz im Solo-Modus, aber im Solo-Rede-Modus. Obwohl er mich diesmal schon gefragt hat, ob er mitreden soll. Aber das nächste Mal werden wir es dann so machen, dass er mitquatscht. Das ist immer am Anfang, wenn man die erste Folge aufnimmt und selber quatschen muss, da ist man immer ein bisschen schüchtern. Da ist man sehr aufgeregt. Komischerweise, obwohl man mit niemandem quatscht. Obwohl man eigentlich mit sich selber quatscht. Wie spät ist es hier? Ich habe jetzt einen neuen Crosshair-Mod drauf und da ist auch hier so eine coole kleine mini-kleine Uhr mitten in der Garage und hier unten sind so Bilder, das hat aber nichts zu sagen. Es ist 21.10 Uhr, da sehen wir genau, wie lange die Aufnahme gehen muss. Und zwar genau bis 21.40 Uhr. Und hier seht ihr auch immer, welchen Tag ich aufnehme. Mittwoch, 20.03.2013 natürlich. Das sind meine alten Folgen, die ich letztes Jahr aufgenommen habe im Juli mit meinem alten Panzer. Die Folge nehme ich gerade am 1.5. auf, und zwar 2011, natürlich. Egal. So, wollen wir mal spielen, wollen wir uns mal aufs Wesentliche konzentrieren. Also, die Aufnahme läuft und jetzt geht's los mit rumballern. Okay. Ich habe was mit dem Manu, der natürlich, wenn mein Zug ist. Weil das hat ihm viel Spaß gemacht. Vor allem die Folge, wo er mit dabei war, die hat er öfters angeguckt. Das ist im Übrigen auch einer meiner Abonnenten, aber auch mein Bruder und deshalb darf er mitspielen. Ich mache einfach mal breit. Mal sehen, ob er irgendwas drückt. Ob er irgendwas drückt. Komm, drück was, drück was. Jetzt ist er wohl auf K oder was? Okay, er ist bereit. Tiger P. Hat er sich extra gerade noch gekauft, damit wir 7er zusammen farmen können. Mein Hauptziel zurzeit, 7er farmen, damit ich mir noch einen Tier 8 Tank freischalten kann. Hier seht ihr schon mein, was der neue Crosshair und sonst was Mod bringt. Das hieß, glaube ich, Grandma's Simple CW Mod. Hier habe ich jetzt auch ein anderes Crosshair. Sind wir auch gleich beim Schießen. Und hier links und rechts bei den Gruppen hat man jetzt die komischen Bilder. Und auch wenn man hier auf... Wenn man dann auf den Gegner zielt, dann hat man unterhalb der 23, die da im Crosshair steht, für die Kugeln, hat man noch ein Bildchen vom Gegner-Tank, wo man sieht, welche Panzerung der hat. Könnt ihr mal schreiben, wie euch das gefällt? Ich kann ja auch mal den Link dieses Mods, den Download-Link in der Beschreibung des Videos posten, dann könnt ihr das auch gerne mal ausprobieren. Ich werde mit der Zeit immer mal ein paar testen, da könnt ihr selber mal gucken. Selber mal gucken, was euch am besten gefällt und dann könnt ihr das benutzen. Also mir gefällt es ja eigentlich ganz gut. Man sieht die Nachladezeit, man sieht wie viel Prozent man noch hat, im Damage Panel und sieht man auch was man von Schaden kriegen. Und da hat man links und rechts jetzt die Bilder mit den verschiedenen Farben. Was rot ist Arty, blau Jagdpanzer, grün Lights, braun Mediums und die grauen sind die Heavies und da weiß man eigentlich ganz genau, was hier los ist. Und da sieht man die Nationalitäten und die Panzer und so. Finde ich eine gute Sache. Finde ich extrem cool. Mir hat mir gut gefallen von Anfang an sofort. Ist ein bisschen größer der Mod. 130 MB, glaube ich. Also 130 MB. Lässt sich aber noch relativ gut downloaden. Also es hat bei mir jetzt mit einem 16.000er Leitung zu Hause. Da hat es eine halbe Minute gedauert. Also ich denke, das ist verkraftbar. So, hier habe ich eigentlich immer gute Erfahrung gehabt, wenn ich hier hinten stehen geblieben bin. Könnte ich trotzdem gut schießen. Jedenfalls mit Jagdpanzer. Gucken wir mal, was wir hier... Ob wir da schon irgendwas sehen? Tiger P. Manu bricht natürlich gleich vor. Und da ist unser erster Kollege. 222... Hier bei diesen ATs, da muss man immer auf diese komische Einstiegsluke schießen. In der Hoffnung, man trifft sie. Jetzt sehen wir auch, wenn wir hier auf den Zielen, sehen wir unten seine... Komischerweise zeigt sie... Ne, AT-7? Das ist aber nicht der richtige, den es anzeigt. Es ist ein Tiger P, den es anzeigt. AT-7. Ja, trotzdem das Bild vom Tiger da. Vielleicht ist es noch nicht aktualisiert mit den neuen... Oder... 22244. Gucken wir mal, ob wir den treffen können. Auf die Entfernung mit der Kanone. Ich hatte jetzt schon ein paar gute Runden mit dem IS. Was ist los? Achso. Ach, der Panzer blockiert mich wieder. Wenn ich jetzt ausreißen wollte,
Hätte ich wieder Pech gehabt. Wollen wir mal den erwischen. Oje. Übrigens funktioniert es auch mit dem Punkt jetzt wieder. Hier, grün, orange. Weil jemand mir geschrieben hat, dass es nicht funktionieren würde. Es ging auch beim letzten Mod. Da war der. Vielleicht habe ich jetzt sogar Schaden gemacht. Romano ist schon abgefarmt worden. Na gut, der ist auch ganz vorne lang gefahren. Fahren wir mal hier drüber. Oh, da kriege ich aber ordentlich auf die Schnauze. Fahre ich mit lieber hier runter. Ziemlich gewagt, aber dafür habe ich noch einen Abschuss gemacht. Das hat sich doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. Die Uhr in-game haben wir natürlich auch noch. Und die Symbole unten bei der Munition und so. Das hat sich alles ein bisschen verändert. Ist an sich Sache. Muss nicht jedem gefallen. Mir gefällt es gut. Ich lasse es jetzt erstmal. Für eine Weile. Vielleicht, wenn ich irgendwann Bock habe, dann mache ich mal was Neues. Nur mal zum Ausprobieren. Ich kann ja dann danach trotzdem das wieder reinmachen. Vielleicht mache ich mal ein paar. Oh. Oh, der steht einfach hier üben. Die haben sogar einen AMX. Eine AMX-Art. Ja, leicht das Feuer. Antenne beschädigt. Sieh mal, ob du jemanden erreichst. Sieh mal, ob du jemanden erreichst. Ja. Sie kann jeden Moment reißen. Natürlich kann die jeden Moment. Schnell, lösch das Feuer. Ah, ja, jetzt kann ich natürlich wieder. Jetzt kann ich natürlich wieder nicht mehr. Nicht mal löschen. Klasse, zwei Schüsse abgekriegt vom Panther. Beide haben nicht in Brand geschossen. War das wohl Goldmuni? War das Goldmuni? Zug, ich denk. Denk mal. Gold, Ammo beim Panther. Oh, Panther. So, zwei Schuss, zweimal in Brand. Egal. Gehen wir zurück in die Garage und probieren einen anderen Tank aus. Jo. Dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Wir haben noch T14. Ne, den wollen wir jetzt nicht spielen. Die Panzer haben ja eine listische Tarnung, alle. Meine Symbolen. All? Ne, hab ich gerade keinen Bock. Spielen wir mal eine Runde. Objekt. Objekt 704. Manu hat ja genug Neuner. Hast du oft bei den kleineren Mates. So, ST1 nimmt er, oder STI, wie auch immer heißt. Keine Ahnung. Ach, mit Güte irgendwie der Finger weh. Ich glaube, ich habe da noch einen kleinen Metallspoil oder so drin. Mann, ich schwitze hier. Schwitzt du nicht? Ah, Tier 10 Gefecht. Wir haben zwei Zehner, da geht's noch. Ich fahre auf jeden Fall auf die linke Seite. Unbedingt. Gucken wir mal. Left side push. Kills goes first piece or all die. All in the same side or we lose. Don't go alone or you die. Ich möchte mal wissen, ob die das auch alle eingespeichert haben, damit die das gleich einfügen können. Und jeder Seite schreiben. Hier überpowered AMX. Ist leider überpowered. We have only one heavy rush right. Ne, wir haben zwei Heavies. Two Heavies. Ich glaube, ich habe richtig geschrieben. Ja, wir haben zwei Heavies. Da ist die I und auch der T110E5. Ich gehe links. Ja, wir sind so dritt links. Klasse. T30. Na gut, wir machen auch noch Schaden. Aber wo soll ich mich sonst hinstellen mit meiner niedrigen Silhouette? Ich kann ja kaum irgendwo anders stehen. Was ich beim STI ein bisschen unproportional finde, ist dieser riesen Turm auf diesem kleinen Chassis. Also relativ kleinen Chassis, das sieht so übermäßig aus. Mortis, Objekt, fahr zurück. Hä? Negativ. Nee, aber ich sag's lieber nicht. Lieber nicht. Nicht, dass ich noch was Falsches sag. Keiner oben, ey. Das ist keiner auf dem Hügel. Was ist denn das für eine Gruppe? Es fahren drei Leute links lang und keiner auf dem Hügel. Na, wenigstens haben wir jetzt hier vier Leute mit dem Padden. Go hill, Idiots. Ja, keiner oben. Wir können die einfach drüber fahren und können hinten unsere Artis abfahren, wie es ihnen beliebt.
wird wieder einer drüben langfahren, unser Artis abfahren und hier hin werden 5 Mann oder 8 Mann kommen, die uns dann abfahren. So, jetzt mal ein bisschen hinten stehen bleiben. Meine Kanone sagt ready. I'm also ready. Okay. Niemand geht dann. Doch, 2 Mediums vorne jetzt rauf. Oh ja, gefeindlicher SDI. Hä? Der muss doch getroffen haben. T30, IS-7. SDI. Jetzt müssen wir mal gucken, dass er nicht abgeformt wird. Aber erstmal Jagdjäger, der macht am meisten Schaden. Gut. Drüben ist noch der IS-7. Vielleicht kann ich den einen reinwirken. Der gibt nämlich mir ordentlich Erfahrung. Ich glaube, in STI, ich weiß gar nicht, ob man da schon durch den IS-7 kommt. Gut. Kette kaputt bei dem. Schön, dass wir den 10er rausnehmen. Das ist aber ein Trottel, ey. Wie fährt denn der bitte mit dem IS-7? Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Loop? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, man nur den IS-7 abgestoppt. So, was ist mit dem los? Da steht da noch ein Frack. Unser Patton hat auch wieder gezeigt, was er drauf hat. Jawohl, T30 abgeformt. Suchen wir uns ein neues Ziel. Ach. Gucken wir mal ein Stück vor. Ein kleines Stück vor, was soll ich sonst machen? Ich brauche ja nicht pushen, ich kann alleine als Jagdpanzer nicht pushen. Es ist zwar bloß noch ein STI da, aber... Gucken wir mal, ob wir da was reisen können. Vielleicht kann ich für den T30 auch noch irgendwas aufklären. Wie könnte ich denn den daneben hämmern? Sowas kotzt mich doch an. Wie kann man den noch daneben hämmern? Los. Ah, schön in die Wanne. Das Gute am Objekt ist, dass man so viel Schaden macht. Das macht einfach bloß... Das macht einfach bloß Bock mit dem. Ja, der T30 wird den jetzt abformen. Ja, schön. Ah, der kriegt jetzt auf die Schnauze, der T30. Ne, ist der AMX. Vielleicht kann der vorfahren und was. Ah, Manu schreibt schon geil. Gut. Wir haben mal alles abgefahren. Ah, da ist die Arti. T92. Die kann ich nicht abformen. Ja, gelbe Tiger habe ich abgeformt. Schön. Gucken, ob wir noch was reißen können. Oh, jetzt bin ich aufgeklärt. Es tut mir aber leid. Ist ein bisschen zu spät. Bisschen zu spät. Was macht da nix da? Ich glaube, es kommt jemand. Kette beschädigt. Hä? Wo bestimmt? Boah, 1500 Schaden, Mann. Hä? Was ist das für ein Hit, bitte? Wo ist der, bitte? Der muss hier oben irgendwo stehen. Ich habe den von der Seite gekriegt. Wo ist er bitte? Ja, klasse. Natürlich ist er nicht aufgeklärt worden. Wird die ganze Zeit darüber, geguckt worden. ...1,5K-Hit. Dieser Smiley. Wir verlieren die Runde noch. Ja, na klar verlieren wir die noch, weil die zu dumm sind. Obwohl das, da steht eigentlich gut hier. Entweder ein Arti, AP-Hit oder Goldies. 1500 Schaden vom GW Panther. Keine Ahnung, dass so viel macht nochmal. Oder ob man da wirklich bei der 10er bin. Trotzdem ist es eine relativ gute Runde von mir gewesen, also da kann man... Da kann man nichts sagen, das ist wirklich eine gute... Na los, schieß drauf! Jetzt... Ach, kommt er wieder nicht durch. Das müsst ihr doch schaffen mit dem T54, eigentlich locker. Schön anziehen. Jawohl, das ist gut. Noch einer. Komm. Laden nach, bitte. Schieß! Jawohl! Das ist so gut wie gewonnen. Was so gut wie gewonnen ist, gut, das sind ja alle down. Noob! So.
Gucken wir mal, was wir hier gemacht haben. 1700. Das geht doch. Müsste noch mal zwei für den ersten Tagessieg. Und trotzdem eine Minusrunde. Das ist doch so zum Kotzen. Minus Credits. Credits, ja. Bitte Credits. Was auch immer hier von Wort gerade verschlüsselt hat. Dann machen wir mal eine Runde. Ach komm, hier mal eine Runde Super Pershing. Das ist auch mal lustig. Haben wir vorhin schon ein paar Runden gespielt. Ich brauche sowieso Credits. Credits sind immer wichtig im Spiel. Was ist das? Fjorde. Ah, eine wundervolle Karte, ey. Kommt auf an, welche Seite wir starten. Also Mont, es ist ein erzgebirgisches Wort für wir. Entschuldigung, dass ich manchmal noch erzgebirgische Begriffe mitbringe. Gucken wir mal, Manu ist Top-Tier. Sehr schön. Gucken wir mal. 21.25 Uhr, noch eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde extreme Noob- oder Pro-Power. Aber wir haben ja schon viele Abschnitte gesehen in der Runde, also vier waren es. 1500er Hit von Gavi Panther, ich komme gar nicht drüber weg. Da muss er mich ja entweder perfekt getroffen haben oder hat wirklich eine Gold-Ammo verwendet. Weil Gold-Ammo ja bei Artis extrem teuer ist. Komm, ich fahr außen. Ich fahr mal über der Ecke. Bei der J4-Ecke da lang. M51 dort, was will der machen? Was will der bitte machen? Ach, IS6 ist doch auch ein schöner Premium, oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde ihn hübsch. Kaufen würde ich mir vielleicht nicht. Was? Geht wieder? Ist gut. Das ist gut. Sonst wäre es ja extremes Pech, was wir in der letzten Zeit hätten. Ja, hast unser Herd. Spüli, Kühlschrank. Oh Mann. Erstmal einen Schluck Energy Drink. Ich habe gerade drei Abschüsse gemacht, in der Runde mit einem Objekt. Und habe Minus Credits gemacht. Ja. Ich habe vom GW Panda einen 1500er Hit gekriegt. Ja, schön. Die haben natürlich alle genau in der Sekunde, wo ich hier vorbeigefahren bin, drauf gezielt auf die Ecke. Natürlich. Und natürlich alle getroffen. Ja. Das ISO brennt natürlich gleich, das war wohl ein Gold-Hit. Und es hat wieder kein Feuerlöscher mit. Oh Mann, ey. Gold-Hit am ISO. Schon der Einschlag klang ganz komisch. Viel reisen kann ich in der Schlacht nicht mehr. Ich habe zwar auch Gold-Ammo mit hier bei dem, weil bei dem Super Pershing kann man die euch mitnehmen. Gucken wir mal. Natürlich kriegt das mal hin. Von den unsichtbaren Panzer. Woher kam der bitte? Der muss ja von der Arti oder so von der Hummel gekommen sein. Manu hat schon Abschuss gemacht, gut. Sehr schön. Auf V4. Ach komm, dann hatten wir Goldmoney ein. Ah, die Hummel hat schon wieder geschossen auf den. KV4. Was hier? Mein Super Pershing kann man schon mal. Ja, klasse Schuss wieder. Mein Glück verfolgt mich wieder. Die Hummel hat mich erwischt. Na los, Hummel, gib's mir. Dreckhummel. Scheiß Hummel, ey. Ich muss mal verziehen, dass mich die Hummel nicht mehr sieht. Ich fahr lieber wieder zurück. Ist mir zu gefährlich auf einmal. Manu flamed ein bisschen. Gehört auch manchmal mit dazu. Sich alle mal bewegen soll, die ganzen Camper. T34 bleibt dort überstehen und lässt sich abschießen.
So, Arti. Arti. Hat er wohl das R vergessen. Gucken wir mal, hier muss gleich ein T34 kommen. Ja, der hat gerade alles hier fertig gemacht, was hier ist. Warte, komm. Noch so einer und die sind fertig. Ja, los, ihr kriegt mich doch. Ich kenne euch doch. Das muss wehtun. Oh oh. Nein. Erwischt. Ferdinand Hammer. Mit Goldmuni natürlich, weil sonst. Ja, und hier hat euch die Mods extrem weit weggezogen. Da hat aber auch noch eine Goldmumpel ausgepackt. Schön der Einschlag, der hat sich ganz anders. Der erste macht der Bio. Der letzte. Und hat mich natürlich fertig gemacht. Und da hat er mit Sicherheit vorne durch die Wanne geschossen. Gucken wir mal bei Maulu zu. Gucken wir mal bei Manu zu. Und unser Bardenvermögen, unsere Bardeneigenschaft wird uns natürlich dazu führen, dass wir für Manu jetzt ein schönes Lied trällern. Aber zu welcher Melodie? Manu unterwegs mit dem IS-6. Macht die ganzen Gegner fertig im Nu. Das war, im Nu war natürlich der Reim auf Manu. Auf 6 kann ich leider nichts reimen. Achtung, Ferdi! Ferdi Fuchs. Ferdi Fuchs, der weiß, wie es geht. Und er fährt einfach wieder davon. Und ich kenne den Text nicht weiter. Und das hat sich gut gereimt. Da habe ich mich bestimmt bei den anderen eingeschleimt. Und meine Blumen, die ich eingepflanzt habe, die kann ich natürlich nicht mal keinen bringen. Scheiße, jetzt wollte ich ein Lied auf Manu dichten, aber ich habe leider keinen passenden Text gefunden. Weil keine Melodie dazu war. Wenn eine Melodie gewesen wäre, hätte ich natürlich was dazu gesungen. Aber nee, wenn die World of Tanks Musik kommt, dann kann ich da auch ein Lied dazu singen. Habe ich das schon mal gemacht. Ferdi Fuchs, der weiß, wie es geht. Wenn auch beim Ferdi manchmal was steht. Was? Nö. Dann machen wir noch zum Abschluss. Was machen wir denn zum Abschluss nochmal? Zum Abschluss, naja, Abschluss ist gut. Komm, wir brauchen Erfahrung beim IS und deshalb. Oder machen wir nochmal eine Runde Objekt? Komm, wir spielen nochmal eine Runde Objekt. Wir machen noch eine Runde Objekt abschließend. Abschließend, wir haben ja noch 8 Minuten Zeit. Jetzt nur noch 7. Und Manu hat noch was geschrieben. Nein, hat er gar nicht. Ich habe gelogen. Und bin sofort ins Spiel reingeflogen. Und hab ein Rohr verbogen. Und ich esse gerne Rogen. Weißt du, was Rogen ist? Fischeier. Lecker. Naja. Ah, arme Kari. Arme Kari. Oh, die tue alles von mir. Ja, die Kari hat sich nämlich heute den Kopf eingestoßen. Wer kennt's nicht? Man bückt sich, oben ist eine Tür auf, beim Hochkommen rammelt man sich den Kopf an der Ecke der Tür ein. Ach. Oh ja, die AMX. AMX zieht los. Wie viele Light Tanks haben wir denn bitte? Und mal, stand ich denn letztes Mal hier? Ich stell mich hier hin. Ich stell mich erstmal hier vorne in den Busch. Kommt doch schon der erste Rain. Schon den ersten gekriegt. Heizen die wieder durch. Hoffe, ich decke nämlich nicht gleich auf, wenn ich mal von der Arti geholt. Das war extrem noobhaft, aber das sind wir ja schon gewohnt von mir. T69. Bin auch drüber T69 jetzt freizuspielen. Brauche ich nicht mal ein paar Achter.
E75, kann man den schaden? Klar, hier unten in die Wanne rein, bestimmt. Wirkungstreffer. Der typische deutsche Trefferpunkt. Der Unterwannenpunkt. Da ist eine Arti. Fahr nicht weg. Fahr, bleib hier. Bleib hier, kleiner Arti. Noch. Ah, da hat Rain erstmal noch einen 800er gekriegt. Objekt ist schon ziemlich geil. Da kann man nichts sagen. Los, lade nach, dass wir den. Den E75 noch eine Lektion erteilen. Ich fahre mal lieber ein Stück zurück, dass ich nicht gleich aufgedeckt bin. Drin könnte der scheiß VK. Komm. Ja, da habe ich bestimmt aufgeklärt schon. So, weg. Jetzt bin ich aufgeklärt. So, ich gleich die Arti fertig machen. Arti, 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 Arti. Die gegnerische Arti ist natürlich nicht geholt worden. Obwohl sie eine halbe Stunde aufgeklärt war. Obwohl, sie hat einen ordentlichen Hit gekriegt. Ich kann es halt nicht treffen. Und, oh, die M12 ist aufgedeckt. Beide Artis von denen aufgedeckt. Jetzt müssen sie aber sterben. Warum kann ich die denn nicht treffen? Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Den IS-3 kann ich schon noch abfahren. Erwischt! Erwischt! Oh, die Arti hat leider dann. Oh, T69, ey. Ich hasse ihn. Ach. Ja, der scheiß E50 schießt jetzt noch auf mich. Ist schon wieder ein neuer Hefter angefangen? Na los. Na los. Der E50 hat noch eingekriegt. Jetzt schön verteilen. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh. Nein, helft mir. Helft mir. Nein, wie könnte denn der noch daneben gehen? Scheiße. Doch, sagt mal. Manu, helf mir. Helf mir. Ja, da kommt jemand ab. Ja, wir sind erledigt, elenden verschissenen Imba-Mediums. Ja, da schießt wieder gegen meinen Frack und jetzt wird er abgeholt. Könnt ihr nicht eher kommen und mir helfen? Oh, wütend. Schade. Ich habe einen traurigen Smiley geschickt, weil ich ganz traurig bin. Oh nein, Mann. Oh, der schiebt einfach so meinen Frack weg. Oh, Leichen flattern. Er schändet meine Panzerleiche. Gucken wir mal zu. Ja, Hacktiger ist so wundervoll. Hacktiger ist wirklich ein super Panzerjäger. Mit der beste Neuner, den es gibt im Objekt. Also würde ich jetzt mal behaupten. Was natürlich. Torteus ist natürlich auch nicht schlecht, aber. Also so von den Fahrzeugdaten her. Und er brennt nieder. Sehr schön. Typisches Tiger 2 Problem. Habe ich jetzt schon öfters gehört, dass sie sehr schnell brennen. Manu, lass dich nicht vom E100 abfahren. Das sind Jagdpanzer E100 und ein normaler E100. Komm, hau dir erstmal eine auf. Ja, klasse. Ach, solche Spieler liebe ich auch. Na los, den kriegst du noch. Das ist bestimmt schon noch. 1000 Schaden? Sehr schön. 3 Abschüsse, 2 Abschüsse. Gute Runde zum Schluss. Kann man doch mal sagen. Wetten, ich habe wieder minus Credits gemacht. 15.000 plus? Das ist auch mal ein Wunder. Na, 4.000 Schaden gemacht. Da geht's doch. Und wieder mal keine Medaille. Spartaner. Und der hat Meisterschütze. So, Manu. Das Ende ist gekommen. Verabschiede dich. Mal sehen, was er schreibt. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Derweil gucken wir mal kurz die vom Objekt, wo es auch immer ist. Es müsste ziemlich weit oben sein. 53, 71 Abschüsse. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Warum Spaß verschlüsselt wird, werden wir wohl nie erfahren. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Mir ja. Und dir? Oh, Fragezeichen. Hier sollte meine 53 Gefechte, 71 Abschüsse mit dem Objekt. Ja, das ist wundervoll. Schon 36.000 Erfahrung. Nur noch 10 vor. Na klar, immer doch Michi. Okay. Bis zum nächsten Mal. Und ich verabschiede mich auch von euch. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Habt noch einen schönen Abend, einen schönen Donnerstagabend. Bis zum nächsten Mal, euer Michi und Manu, der das nächste Mal bei der nächsten, also nicht bei der nächsten Aufnahme, aber das nächste Mal, wenn er dabei ist, hoffentlich auch mal mitredet. Tschüss, Leute.